Es wird keine Flucht geben. So habe ich mir eine Schlacht vorgestellt. Taktisch gesehen war es okay. Oh, Alea hat sich verbessert. Also ein paar Leute haben sich hier schon verbessert, ne? Ihr wolltet unbedingt, ne? Alter, das war ja wirklich gefühlt alles. Alles, was wir nur finden konnten. Die bringen wir nach Epikrotea. Sollen sie mal nach Epikrotea sich trauen. Da ist Epikrotea. Weil wenn ich dort bin, ist eigentlich ganz entspannt. Na gut. Einer ist abgehauen. Na gut. Zum Verlies gehen, Gefangene. Wenn da jetzt einer abhaut, da bin ich jetzt echt nicht schade drum, ne? Also, das ist voll okay. Wir müssen aber... Wird das noch belagert? Ja. Da ist aber gerade eine Armee von uns unterwegs. Wollen die der... Ich glaube, die greifen die gerade auch an, ne? Ich versuche mal den schnellen Weg zu gehen. Und dann ist eh gerade Frieden. Gut, und dann kümmern wir uns um die Sturge. Haben wir sagen lassen. Nö. Wir klatschen euch noch so richtig weg, glaub mal. Aber so ordentlich wie nur geht. So. Und wir holen uns mal die Stadt hier. Okay. Gut. Machen wir es so. Belagert die Burg. Kostet mich nichts und die Armee ist groß genug. Liliziana ist ein Level aufgestiegen. Was ich sehr gut finde. Oh, nee, nicht Kusaid. Ich will mich gleich wieder nach unten verziehen, ey. So viele Sinn gibt es hier jetzt nicht, aber an Truppen, das war so meine laute Überlegung. Wir gehen jetzt erstmal drauf. Nö. Okay, weiß ich Bescheid. Wir lassen die mal ein bisschen hungern. Vielleicht geben sie sie auch so auf. Na, wie sieht's aus? Nö. Kriegserklärung noch an die Batania. Ich glaube, das wird mit denen jetzt nichts. Die haben keine Chance. Ich habe gedacht, vielleicht kommen sie auch nochmal raus aus der Schlacht, aber... Ganz vergessen. Keine Chance. Und da kommt sogar noch ein Treffer. Die sind ausgehungert, die sind demoralisiert. Wir haben alles, was wir brauchen. Es gibt hier Eingemachtes. Die fliehen nur noch. Und da kam echt noch mal so einer geflogen, ne? Hört sich alle.
nach. Er tötet ihn. Der will nochmal für einen Rückzug sorgen, was? Ach, schade. Ah, werfen wir nochmal ein paar Mal. Okay, der Kampf drinnen wird ein bisschen haariger. Da sind ein paar Leute reingekommen. Das wird noch ein kleiner Kampf werden. Na komm, wir laufen mit unseren Leuten wieder rein. Wir regeln das. So, los geht's. Ich hab mir dann überlegt, und da müssen wir vielleicht zu den Kusaid, aber... Schade, hat nicht gereicht. Oh, hier laufen. Da oben sind noch ein paar Leute. Ah, die klatschen wir weg. Ja. Was wollt ihr denn? Ich will den Anstandskill. Komm her. Sind wir durch? Ah ja. Daneben. Schön. Danke, Alea. Ah, das haben wir doch gut gemacht. Ja. Da haben wir wohl richtig wieder einen weggehauen. Die Gefangenen lasse ich da, wo sie sind. So. Bedeutet... Wir haben es erobert, wir haben es angenommen. Das ist jetzt auch wieder unsere Stadt. Ha. Problem? Garnison. Das ist egal. Macht doch, was ihr wollt. Muss ich mich halt wieder verteidigen. Truppen. Da hat sich relativ wenig geändert, wenn ich ehrlich bin. Hier sind 7 dazugekommen. Nicht so gut. Hä? Aber ich mache auf automatische Rekrutierung und das geht wieder aus. Okay, gut. Kein Problem. Dann, create no new recruiter. Schicken wir die raus. Oma, exakt dasselbe. So. Uttelheim. Uttelheim hat er jetzt schon. Wo sind wir? Ne, Taco da. Wir haben hier niemanden. Also das heißt, in Taco müssen wir gleich nochmal ein bisschen nachholen. Und Setzhasim, oder wie das hier heißt. 150. NA. Da haben wir wenigstens noch ein paar. Schicken wir auch nochmal rum. Ah, vielleicht sollten wir aber auch hier, zack, genau wie in Tarkor. Das sollte aber überall so sein, ne? Okay. Gut. Ich muss in Tarkor dann jetzt erstmal Leute zusammensuchen. Dahin. Yeah, hast du schon? Ab nach Tarkor. Garnison verwalten. So. Habt ihr die? Ja, machen wir so. Dann muss ich in Tarkor einen neuen Recruiter holen. NA. Ich schicke alle raus und warte hier kurz in der Burg. In der Hoffnung, dass dann halt auch wirklich... Das passiert, was ich erhoffe, das passiert. Und die können... Okay, die haben sich schon mal wieder Leute zusammengesucht.
Muss ich hier wieder Leute verprügeln, oder was? Ey, Kumpel, erzähl dich. Da sind die Garrison Recruiter. Das ist jetzt unsers. Batania haben wir Krieg. Was ist los? Ärger. Ärger vorprogrammiert, ha? Huh? Die Recruiter könnten eigentlich gerade auf Balgard könnten gerade zurückkommen. Von der Burg Tarkor meine ich. Dann könnten wir sagen, oh ja. Da will jemand eine große Schlacht mit mir riskieren. Das könnten sie ja gerne machen. Aber da kommen meine Leute. Und ich kann in Burg Tarkor wieder Leute einstellen gleich. Dann schicke ich gleich wieder eine Truppe los. Besteht aus den Leuten hier. So. Oder. 20 Rekruten. Die Rekruten rekrutieren neue Leute. Waffen, komm her. Du gehst mir gerade auf den Keks. Der will den Krieg. Der will den Kampf. Der bekommt den Kampf. Der bekommt den offenen Schlagabtausch, wenn er möchte. Und wir haben wieder einen großen Vorteil. Wir können uns hier hinten platzieren. Die machen wir so. Die können mir folgen. Folgen sie mir? Ja. Und jetzt gibt's halt auf den Senkel. Das wird ein fairer Schlagabtausch. Ich überlege gerade, die werden höchstwahrscheinlich hoch den Berg gehen. Bedeutet, wir werden versuchen, den Leuten da den Weg abzuschneiden. Ich habe gehofft, dass ich hier jetzt was erreichen kann. Guck mal, was halt so. Du auch? Okay, da bewegen sich seine Truppen. Was ruckelt das jetzt? Alter, ruckelt das gerade. Ah, da kommen sie. Hey, komm bei. Hey. Hallo, Jan. Hi. Ja. Gut, passt. Haben wir noch welche? Gehen wir nicht auf den Keks. Die stehen jetzt da vorne. Guckt euch da mal um und schießt die mal weg. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Keks. Da hinten rennt noch einer von denen. Der hat wehgetan. Gut, lass mal hier stehen, weil es geht ja jetzt eher um Gruppenpositionierung. Okay. Der will den Kampf da oben. Okay. Wir haben schon wichtige Leute von ihm weggehauen. Dann machen wir das, was wir am besten können. Wir machen unorthodoxe Kampfmethoden. Etwas, worauf er jetzt hoffentlich auch reinfallen wird. Der trifft uns ganz gut. Deswegen müssen wir schnell sein. Nein. Vorsicht. Kommt hier runter. Marschieren da rein.
Seid ihr da? Lass mich vorbei. Wir werden den Leuten jetzt so richtig wehtun. Okay, dann. Tschüss gern, Kumpels. Beginnt. Jetzt sind die so im Sandwich. Das kann nur wehtun. Ja. Keine Chance. Wir wollen dringend gehen, aber schaffen es halt nicht. So. Tut denen richtig weh. Danke. Ja, das ist der Kampf ist vorbei. Der Drops ist gelutscht. Holt sich alle. Das Dumme war halt, er hat sich halt komplett eingequetscht. Der war halt komplett in der Mitte eingequetscht und dann marschierten die Gruppen aufeinander zu und dann war das eigentlich vorbei. Der hat uns am Anfang richtig wehgetan. Der hat wahrscheinlich die ganzen Rekruten weggeschossen. Die ganzen ohne. Ganzen Truppen ohne Schilder. Also ganzen Soldaten ohne Schilde haben die wahrscheinlich getroffen. Aber danach war das Sandwich komplett und dann keine Chance mehr. Das hat nicht lang gedauert. Von daher, übler Kampf für ihn. Übel ausgegangen. Wir haben viele verletzte Truppen. Aber das ist auch okay. Wir gehen jetzt mal nach Balgard. Und schmeißen in Balgard die ganzen Gefangenen rein. Zack. Und jetzt ist blöd. Jetzt ist richtig blöd für ihn. Weil wir haben so viele Truppen von denen. Ich nehme mal ein bisschen mehr Essen mit. Alter, wie viele Standarten ich habe. Erlöst durch Fernangriff 15. Dankeschön. Die Standarten verteilen wir gleich. Ich will mal ein bisschen Zeug verkaufen. Ihr seht ja auch Eisenerz oder so. Wolle. Sowas halt. Ja, wir haben halt super viel Zeug, was wir mitnehmen können. Wir haben halt auch super viele Pferde jetzt. Alle halt immer wieder mitgenommen. Und irgendwas an Rüstungen, wo ich sage, wow. Was war das? Ne, das ist okay. Gehen wir nochmal von oben durch. Oh, nicht schlecht. Ah ja, bessere Schuhe. Gut. Ist nun um einiges besser. Noch mal besser. Ah ja. Bessere Rüstung. Bessere Handschuhe.